Schönen guten Morgen. Wir stehen jetzt hier am Parkplatz von der Känzenhütte und nehmen gleich den zweiten Bus hinauf zur Känzenhütte um 9 Uhr. Wir machen heute eine gemütliche Kesselrunde. Das sind so ca. 560 Höhenmeter. Ja, die Känzenhütte ist aber auch Ausgangspunkt für sehr viele schöne Bergtouren, unter anderem Hochplatte, Krähe und Hochblasse. Nicht zu verwechseln mit der Hochblasse im Wettersteingebirge. Ja, ganz toll, wenn man von der Känzenhütte aufsteigt, dann am Ende ist dann so ein kleines Felsfenster, durch das man hindurch muss und geht dann links zur Hochplatte und rechts zur Krähe. Aber jetzt viel Spaß bei der Kesselrunde. Punkt der Kesselrunde und steigen jetzt auf der anderen Seite ab. Der Weg läuft jetzt hier gerade recht schmal und zugewachsen in Serpentinen bergab. Das Wetter zieht jetzt gerade ein bisschen zu. Am Nachmittag gegen 16 Uhr soll es auch eventuell regnen. Aber wir hoffen natürlich, wie immer, dass wir trocken zur Hütte zurückkommen. Thank you.
So, die letzten Abstiegsmeter zurück zur Känzenhütte, unserem Ausgangspunkt, treten wir gerade an. Die Tour, diese Kesselrunde, haben diesmal nicht wir uns rausgesucht, sondern unsere Wegbegleiterin. Und sie hat auf jeden Fall recht, man muss nicht immer weit hinauf, um schöne Tiefblicke und schöne Blicke ins Gebirge zu haben. Also war wirklich eine sehr aussichtsreiche Tour, hat uns gut gefallen und war halt diesmal von Höhenmetern ein bisschen weniger. Wir befinden uns jetzt gerade auf den letzten Metern zurück zur Känzenhütte und zum Ausgangspunkt. Die Tour haben diesmal nicht wir rausgesucht, sondern unsere Wegbegleiterin. Und sie hatte auf jeden Fall recht, dass man nicht immer weit hinauf muss, um tolle Ausblicke und Tiefblicke zu haben. Also es war wirklich wunderschön. Und ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, welche gemütlichen Runden ihr hier schon in den Ammergauer Alpen gemacht habt. Und ansonsten dann bis zum nächsten Mal.